Leute und willkommen in meinem Auto, wie ihr ungefähr vielleicht so erkennen könnt. Und zwar wird es heute mein allererster Vlog, Follow Me Around, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und ich dachte mir, weil ich gehe heute in die Stadt und dann später machen wir was mit meinem Freund. Und ich nehme mich einfach mal mit und mach mal was anderes. Und ich dachte, ihr freut euch vielleicht und findet es toll. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und ja, wir sehen uns. Bis dann. Ich bin gerade in der Stadt angekommen und bin total spät dran. Und ich habe mich schon geschminkt, also ich werde mich noch nicht schminken lassen. Ich werde vielleicht ein bisschen was mitfilmen, mal schauen, ob ich das darf und ob sich jemand filmen lässt von meinen Freundinnen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Vlog und wir sehen uns dann. Tschüss! Hey, so. Was gibt's hier? Lecker! Und hier drüben gibt's einen Kaffee. Ich bin wieder zurück und zwar das war im DM eher mehr enttäuschend. Also die hatten dort eine einzige Make-up-Artistin stehen und man musste dort wirklich, ich glaube, 3:45, also jetzt haben wir es kurz nach 3:45 und die Mädels, meine Freundin, die sollten 3:45 dann wiederkommen. Und ja, das hat halt alles ein bisschen lange gedauert und dafür waren wir aber shoppen. Und ich will euch mal zeigen, was ich so gekauft habe. Also machen wir jetzt hier so einen kleinen Auto-Haul. Und ich fange mal an und ich versuche euch ein bisschen die Preise zu nennen. Also hier haben wir erstmal den Kassenzettel. Den lege ich mir mal hier so zur Seite, damit ich sehe, was ich euch so zeige, also gleich sagen kann, wie teuer das ist. Okay, da fangen wir mal mit dem ersten an und das ist das hier. Das ist, also meine Mundspülung ist alle und ich habe mir gedacht, ich hole mal die hier. Das ist Sensitiv Intensivschutz Mundspülung für empfindliche Zähne. Also wie ich euch ja schon in meinem vorhergehenden Video oder vorvorhergehenden Video gezeigt habe, mein Mini-Haul, da habe ich mir ja für sensible Zähne die Zahnpasta geholt und jetzt probiere ich halt eben die Mundspülung dazu aus und die kam 1,15 €. Das ist von der DM eigenen Hausmarke. Ja, dann habe ich mir diese hier geholt, die Augenbrauenformer. Und weil einfach gerade hier so in dem Bereich wachsen immer so helle Haare und die will ich nicht alle wegzupfen und da mit dem geht das wahrscheinlich alles ein bisschen schneller. Und da habe ich mir die halt eben geholt und die kosten, lasst mich kurz checken, 2,95 €, also auch in Ordnung. Dann, über das freue ich mich schon ganz besonders, das ist von Trackamoon, das The Raspberry Kiss und da steht hier, das muss wohl Liebe sein. Geheimnisvoll lächelnd steckt sie den Brief in einen Umschlag mit einer Kette aus Gänseblümchen, die sie gerade gepflückt hat. Ja, das ist ein Duschcreme und das riecht total lecker. Und ich freue mich schon darauf, wenn ich dann beim nächsten Mal, wenn ich baden gehe, werde ich das auf jeden Fall ausprobieren. Und das kam, das müssten Trackamoon Raspberry 3,95 € sein. Das ist auch in Ordnung. Und dann habe ich glaube noch zwei Sachen. Mit einer Hand ist ganz schön schwierig. Und zwar den Nagellack hier. Und das ist der P2 Volume Gloss Gel Look Polish. Und über den habe ich jetzt schon so viele positive Sachen gehört. Und ja, da wollte ich den unbedingt mal ausprobieren. Und das ist jetzt die Farbe 060 Happy Bright. Und da gab es noch eine andere Farbe, die ein bisschen dunkler ist als die. Und die sah ein bisschen aus wie von Essie Cute as a Button. So quasi als kleinen Dupe. Und ich habe mich aber für die erstmal entschieden. Und da gab es noch hellgrün und das sah aus wie Essie Mint Candy Apple. Aber ja, müsste man einfach mal nebeneinander halten und mal gucken, ob es halt eben auch wirklich ein Dupe ist. Ja, und der kam jetzt 1,95 € und dann noch als allerletztes habe ich mir noch geholt.
Dann ist die Tüte nämlich leer, und zwar den hier. Ebenfalls wieder von Catrice, und zwar den Ultimate Color in Hey Nude, also die Farbe 42. Und zwar so hier. Und ich werde es gleich mal auftragen. Man kommt sich ganz schön doof vor, wenn man da nie so ein... Wenn man da nie so ein Follow Me Around gemacht hat, kommt man sich ganz schön, naja, komisch vor, weil irgendwie jeder einen anstarrt und... Ja, also das war mein kleiner... Also ich finde die Farbe ganz schön. So schön für den Alltag. Ganz toll. Ich fahre jetzt zu meinem Freund. Wir fahren jetzt zu den Tschechen, und zwar wir wohnen in Sachsen, und da ist es ja nur ein Schwung, also ein Katzensprung zu den Tschechen, und wir fahren jetzt zu den Tschechen und gehen tanken und wahrscheinlich noch schön essen, und ich werde mal sehen, was ich euch so zeigen kann, weil ich muss fahren, weil mein Auto muss voll getankt werden, damit ich die nächsten Tage wieder schön lange fahren kann. Ja, okay, wir sehen uns dann. Tschüss! Zurück. Und zwar bin ich jetzt endlich wieder zu Hause, und es ist jetzt um 10 fast, und ich schaue, könnt ihr das sehen, Germany's Next Topmodel, und dabei esse ich noch ein bisschen hier Mellos, was ich mir bei den Tschechen gekauft habe, so eine große Packung. Und ja, ich genieße jetzt noch ein bisschen den Abend und werde dann schlafen gehen. Und ich hoffe, euch hat mein allererster Follow Me Around Vlog Video, gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja einen Daumen hoch geben. Dann werde ich noch ein paar neue machen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!